Okay, weil, ich hab dann irgendeinen random getötet. Oh, hab ihn, jawoll, du. Let's go. So gehört sich das. Oh mein Gott. Wir haben es einfach geschafft. 500.000 Abonnenten. Es ist so unglaublich, diese Zahl. Yo, Leute, Brot ist wieder am Start. Und das hier ist das erste Video, nachdem wir die 500.000 Abonnenten erreicht haben. Und ich muss mich an der Stelle erstmal bei jedem Einzelnen von euch bedanken, der hier auf dem Kanal ein Abo dagelassen hat. Du da draußen, der gerade mein Video einfach schaut und generell die Videos immer schaut, positiv bewertet, einen Kommentar schreibt. Einfach danke für diesen kranken Support. Wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon wieder 1.000 mehr. Und in den letzten Tagen sind, glaube ich, über 5.000, 6.000 neue Abonnenten dazugekommen. Und falls ihr ein 500k-Special sehen wollt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und auch gerne Vorschläge, was ihr sehen möchtet, genau, weil ich mir das Ganze noch ein bisschen offen halten möchte, ob ich es mache, und falls ja, dann möchte ich natürlich eure Vorschläge gerne hören. Liked auf jeden Fall gerne an die besten Vorschläge nach oben, damit ich das sehen kann, und dann suche ich mir vielleicht davon eins aus und mache das. Und ich werde weiterhin mein Bestes geben, euch die besten Videos zu bringen, und deswegen starten wir jetzt heute direkt auch mit dem Thema. Und zwar kam die Frage jetzt so oft in meinen Videos auf: Gibt es eine beste Sniper? Kannst du ein Sniper-Setup empfehlen? Und ich habe euch ja letztes Video auch schon ein paar Klassen gezeigt, bin aber selber immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren, und ich muss vorweg sagen, dass ich sehr viel die AX50 spiele, auch die K98 und die HDR eher weniger, obwohl die HDR angeblich den meisten Schaden machen soll oder die meiste Reichweite hat. Aber mit den richtigen Aufsätzen ist für mich persönlich die AX50 die beste Sniper von allen. Aber jetzt kommt das große Aber, und zwar, weil in Warzone ja die Headshots mit am wichtigsten sind und ich mit der Sniper auch versuche, immer nur auf Headshots zu gehen und man dabei aber auch bedenken muss, dass jede Sniper nur einen Schuss braucht in den Kopf, um den Gegner zu downen, finde ich persönlich, dass man sich eigentlich nicht entscheiden muss oder sagen kann, es gibt die eine beste Sniper. Ich bin mir gerade bei der K ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob es immer so ist, weil das ja eine DMR ist. Aber zumindest, was eben die HDR oder AX50 angeht, kann man nicht sagen, die eine ist besser als die andere. Und deswegen will ich euch jetzt nochmal meine überarbeitete AX50-Klasse und aber auch meine K98-Klasse und HDR auch zeigen. Es gibt am Ende des Videos natürlich auch wieder schönes Gameplay, Highlights zusammengeschnitten, plus auch Wins natürlich wieder, wo ich die Sniper spiele und euch auch zeige, was ich damit meine, was ich hier gerade erkläre. Also es lohnt sich heute auf jeden Fall wieder dran zu bleiben. Da sind schöne Snipes am Ende natürlich mit dabei. Und jetzt zeige ich euch einmal meine AX50-Klasse. Und zwar spiele ich gerade mit dem Monolith-Schalldämpfer. Kann euch aber auch sagen, dass ihr auch den taktischen spielen könnt, weil der Monolith-Schalldämpfer erhöht zwar die Reichweite noch ein bisschen, dafür bist du aber auch dann ein bisschen langsamer einfach in der Bewegung. Und ich habe jetzt einfach herausgefunden, dass die Reichweite nicht so extrem wichtig ist, weil dieses auf Kopfzielen einfach wesentlich mehr bringt, als die ganze Zeit immer auf Reichweite alle Elemente zu pushen. Weil ich hier auch versuche, so die Allrounder-Klasse euch zu zeigen. Also ich spiele immer mit Sniper und aktuell auch viel Sturmgewehr, hauptsächlich M4 oder Grau. Und klar kann in der Mitte des Games eine AX50, die extrem auf Reichweite und Zielstabilität getrimmt ist, die beste sein. Aber wenn es dann so gegen Endkampf geht, merke ich dann auch, dass ich dann übel den Nachteil habe, wenn ich nicht schnell reinvisieren kann. Und deswegen kann ich euch einerseits empfehlen, entweder ihr baut euch zwei verschiedene Sniper-Klassen, holt euch erst die eine mit mehr Reichweite und Zielstabilität und wechselt dann irgendwann auf die andere, wenn ihr nochmal eine Ausrüstungslieferung findet. Aber das hier ist jetzt die Klasse, die ich auch mit für den Endkampf empfehlen kann. Einmal mit dem gemusterten Griffband, was die ZV-Geschwindigkeit, also das Reinscope, noch schneller macht. Dann habe ich immer noch ganz gerne 7-Schuss-Magazin dabei, müsst ihr natürlich nicht machen. Und ein kleiner Tipp ist auch das variable Zoom-Fernrohr. Hat mir Gustav nämlich auch gezeigt, dass ich das mal ausprobieren soll, und finde ich auch ganz nice. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Freund von Thermalvisieren. Ich weiß, dass viele mit diesem Thermalvisier hier spielen und das gut finden. Und es kann natürlich in gewissen Situationen sehr nice sein. Ich persönlich favorisiere halt eher kein Visier oder das Variable. Beim Lauf habe ich zum Beispiel auch den, der das ZV schneller macht, einfach mitgenommen. Und so viel zur AX50-Klasse. Ihr könnt es gerne nachbauen. Hier auch nochmal kurz meine M4-Klasse, damit ihr das euch anschauen könnt. Das hier ist der Schaft, den ich noch drauf habe. Und während wir weitergehen zur K98, kann ich euch einfach nur sagen, ihr müsst selber für euch herausfinden, mit welcher Sniper ihr am besten klarkommt und welche Aufsätze auch, weil im Endeffekt kann ich euch natürlich nur das zeigen, was für mich persönlich am besten funktioniert. Aber die Sniper sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil die in diesem Spiel extrem, extrem wichtig sind, vor allem für diese langen Distanzkämpfe. Und ich kann euch auch sagen, dass ein Schalldämpfer sehr wichtig sein kann, wenn ihr nicht auf der Map geortet werden wollt bei den Schüssen. Und weil ich jetzt schon so viel gequatscht habe, schaut euch einfach kurz die Klasse hier an. Ich habe hier hinten noch den Sportkeilschaft drauf für die ZV-Geschwindigkeit und hier noch kurz meine HDR-Klasse, damit ihr euch die nachbauen könnt mit dem F-Tag Championschaft. Und an der Stelle gehen wir jetzt auch direkt ins Game, damit ihr das Ganze angewendet seht und nochmal ein geiles Gameplay bekommt mit nice Snipes. Schreibt mir gerne auch mal, wenn ihr selber Klassenvorschläge habt, die unten in die Kommentare, damit ich selber die vielleicht auch mal nachbauen kann und gucken kann, ob das noch besser ist. Für mich ist, wie gesagt, die AX50 die beste Sniper mit den Aufsätzen, wie ich sie gerade spiele, und ich wechsle da auch immer noch ein bisschen rum. Dann springen wir jetzt ins Game. Road to 600k sind am Start, Leute. Abonniert gerne noch den Kanal. Schaut euch die letzten Videos an und jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Let's go. You have one Einladung, Mr. Aim Broud. Oh my god. Ich merke schon, hier ist wieder alles auf Koks, oder? Ja. Oh my god. Mo Shinderu. Nein. Anscheinend doch irgendwas anderes. Nani? Ah! Welche Substanzen werden hier konsumiert? Das ist schon mal schön. Ja, guck mal hier. Ja, wow, hast du mich. Ich hab mal wohl dich getroffen und dich selber damit getötet. Ja, das wäre super gewesen. So, jetzt geht's los. Jo. Ich wurde angesniped. Er hat mir gezeigt, wo der Hammer hängt.
Angriff der Klonkrieger und rein in die Meute. Wo ist der Kollege? Er liegt da. Easy, Kollege, easy, Schnürschuh. Easy. Ja, hier unten. Oh, lecker. GG's, Mann. Nicht klauen. Wo ist der? Der andere ist auch sehr, sehr weak. Fast Shitbreak. Warte, ich snipe mal rein. Heil mich kurz. Der ist K.O. Mich jemand heilen? Da vorne moved einer. Hat Hit und... Shitbreak. K.O. Noch einer. Noch einer kommt. Einer. Shitbreak. Oh, shit. Echt geschossen. Wir sehen den, finish den anderen. Wenn hab ich einen. Nice. Der andere peekt ganz links leicht rechts raus irgendwie. Läuft. Hier bei Max Klaus. Links von uns welche sind. Warte, ich mach hier eine Claymore. Weitergehen oder? Hinter uns, erstmal die töten. Ja, ja. Schnell in die neue Sicherheitszone. Nicht zu weit. Komm. Hab einen K.O. Full Finish. Hab den zweiten K.O. Dritter noch. Ich glaub, das war noch zwei, oder? Dritter. Hat Hits und down. So, nice, BGs, Alter. Jungs. Das ist es. Oh mein Gott. Das wird uns schnell haben. Platten oder so. Ich hab Gas? Allgemein noch Maske, wenn ihr noch nicht habt. Gas hab ich. Und weiter. Okay, kurz mal ausmustern. Was können wir machen? Wir können auf die Parkplätze drauf. Ich vermute, das ist gut. Oh, einer Snipe von meiner Markierung. Bist du gelb? Ja. Hab ich, hat, ist down. Ja, ich bin gelb. Da hinten ist gar nicht. Heilt er sich jetzt, oder den was? Den nicht. Wir sollten, wir sollten rechts vormoven, oder? Ja. Ja, Parkplatz klingt erstmal nicht schlecht. Go. Ja, zwei andere einer Teams. Einer von da hinten. Wurde gerade absolut gemeldet. Lass versuchen, dass die gegeneinander kämpfen. Ja. Nicht auf uns. Okay. Ja, die werden näher zueinander closen. Alles gut. Ja, lass versuchen, alles tun dafür, dass wir nicht die Let's go. Dazwischen sind. Wir schaffen das. Ja. Ist einer gerade geflogen? Anni, ihr seid so laut, okay. Die am Stein ist richtig nice. Ja, wir schaffen das. Können wir jetzt erstmal noch bleiben. Klar, ihr könnt euch einmischen, sag ich nicht, aber nicht, dass wir gegen beide kämpfen. Ja, und wir sollten nicht anfangen mit dem Fight. Habt ihr schon gesehen, wo die sind? Ja, die müssen gleich links von uns closen. Irgendwie in die Richtung halt. Dann sei das zu uns kommen, das kann natürlich sein. Ja. Schön, dann sind wir bereit. Ein bisschen hinten. Ja, okay, Zone kommt. Einer aimt von da oben auf uns. Mhm. Wir müssen gleich rein, Vorsicht. Ich seh die gar nicht. Ich auch nicht. Hier, einer ist vor mir am Busch. K.O. Okay. Ich hab einen Full Finished. Okay, lass die ganz hinten erst beachten. Ich hab zwei Full Finished. Ja, ist noch das eine Team. Ich seh die nicht. Ich habe auch absolut noch keinen gesehen. Wir haben bisher eine gute Posi gegen uns gehabt. Hier oben. Rechts, ja. Einer ist weak. Wurde genadet. Skillbreak bei einem. Den Platten. Nein, einer schießt mich. Fuck. Nein. Ich heil mich. Die kommen, die pushen mich. Hab einen K.O. Bin selber K.O. Hab auch einen K.O. Heil mich selbst. Finish, wenn du kannst. Nein, Mann. Hab alle. Alter. Let's go. Mega krass. Ja, hat das. Absolut nice geklatscht, Mann. Ich hab so gechoked am Ende, Mann. Das war so ein gutes Spiel. Ah, ärgere mich, ey. Ich hab so versucht, mit Thermal-Sniper was zu reißen, aber ich glaube, ich spiele echt lieber ohne Thermal. Oh. Alter, richtig gute Kills, Mann. Krass. Ja. Oh Gott, wo ist denn das jetzt her wieder? Hast du wieder was gekauft? Weißt du, wie der Skin heißt? Müll? Müllhaufen. Ja, sei. Jakob kauft den Shop leer, ey. Gibt's denn was Neues, oder wie? Wer sagt, dass ich den neu gekauft habe? Ach so. Aber habe ich neu gekauft. Oh, jetzt bin ich vor Jakob. Hallo. Hi. Ja, ich sehe dich nicht mehr. Lol, was? Ah, okay. Ah, du bist woanders hin. Nein, ja, das ist verpasst. Hallo? Hallo. Hat Rüstung down? Hab ihn. Alter, ist die präzise. Wir nehmen uns. Down. Instant down. Nee, da hinten ist ein Sniper. Wo ist da hinten? Oh ja, da ist noch ein Teammate, scheiße. Ja. Man kann es natürlich versuchen, aber... Oh ja, der hat mich getroffen. Nee. Oh, ja, Sniper down. Alles klar. Nice. Den anderen komplett K.O. Oh, der hat gerade mit mir... Scheiße. Da ist der dritte, Schild down. K.O. Hab ihn. Ah, hier außen. Hat Headshot. Lass mir den gerne. Ein Headshot gegeben. Ist das schon... Was ist das? Deutscher. Hier drin. Ja. Hat Rüstung down. Und der andere ist links. Gefinished. Ja, hat mich gut. Der war da unten an der Straße. Kriegt einen Molly ins Gesicht. Ja, Südwesten sniped jemand hierher. Okay. Muss mir kurz Platten reinhauen. Könnte sein, dass der von hinten kommt, oder? Da vorne kommt einer. Oh, scheiße, ich konnte es nicht markieren. Er hat mich fast. Kann mir jemand helfen, Max? Ja. Warte, ich habe ihn erst geholt. Instant down, also das ist das Team, glaube ich. Ja. Holst du ihn? Ja. Südwesten aus den Bergen hat jemand gesniped. Nice. Ich dachte, wir knallen jetzt hier runter, ey. Ich versuche mich zu heilen.
Einer ist direkt vor mir. Er zählt auf uns. Warte, ich bin hinter ihm. Haben wir, nice. Kommen die anderen auch noch. Kriegen wir. Halt sie kurz auf, nicht zu sehr pushen. Ah, come on! Unser Auto explodiert! Wo war das? No way! Max. Das kann ich doch nicht machen. Max. Keine Angst. Warte, ich probier's. Das wäre so lustig. Es geht halt. Okay. Hören die das? Schon, ja. Was sind das für Menschen? Warum pushen die nicht? Die spielen ja richtig klug. Ich habe wenig Munition, ich habe noch eine Drohne. Ich bin gerade so hinter der Wand gestorben. Ja, heil dich erstmal ein bisschen. Bin schon. Ich renn mal kurz ein bisschen weg hier. Hast du eine Deckung? Ich schnapp die einfach jetzt. Ne, ich bin geflasht. Warte. Oh nein. Ich hab nicht gesagt, Tod meines Lebens, Alter. Ich muss so weit. Hab den links? Ich schnapp den anderen noch. Komm. Hab ihn. Alles klar. Dritter noch, warte. Hinter uns. Hinter uns? Ja, der pusht von hinten. Hinter der Mauer. Ah ja, ich seh ihn. Nein. Er holt mich. Der hier. Hab den anderen getötet. Über die Straße, glaub ich. Nice. War's das? Nee. Da. Warte. Okay, ich hab dann irgendeinen random getötet. Oh, hab ihn, jawoll, du. Let's go! So nice. Gehört sich das. Kann mir jemand helfen? Was passiert? Er ist runtergefallen. Digga, ich hab so versucht, mich an dieser scheiß Leiter festzuhalten, aber er war also, nee, heute nicht mehr, Bruder. Links. Und oben. Links Shield, Crack. Links ja, ich down? Hab auch Shield Crack, Digga. Oben hat mich ja gut erwischt. Links halt, final down. Kannst ja, hat mich, genau, oh Gott. Sagen. Beide voll finished. GG, richtig Glück gehabt gerade. Ja. Extrem. Oh, hier unten laufen sie. Nice. Einen gesehen, leider nur. Der wird da links. Geh ein bisschen weiter unten an Berg. Wir könnten gerade überall Leute sein. Schön viel am Leben. Oh, hab einen Instant Down da hinten. Lass aber so ein bisschen versetzt bleiben, einfach. Ja. Oh, hier direkt vor uns kommen welche. Wo? Markier? Zwei hab ich gesehen. Bin schon drin. Links einer hinterm Stein. Der ist leicht weak, der hat kein Schild links. Kann den nicht sein. Links ist fast one-shot. Der ist dahinter. One-shot. Dahinter. Okay. Kommt jetzt one-shot. Hab einen. K.O. Nice. War das der? Nee, ich glaube nicht. Nee, das war der nicht. Der andere ist bei mir. Ich hab den full finished. Schild down. Nice. Das war's. Nice. Jetzt die von Osten. Osten. Haben wir noch eine Drohne? Oh, wo schießt? Hier. Ach, die hier oben. Nee, ich seh den einen nicht. Ich seh nur den vor mir da am Stein. Ja, ich seh den einen auch nicht. Sind zwei vorne. Immer noch. Ja, ich bin. Ich hol mich selbst. Ich oder kannst du mich holen? Oh Gott, ich wurde auch absolut angeschossen. Ja, der Typ ist der Typ hinter uns schon down? Ah, ich sehe ihn. Oh, die kämpfen gerade hier oben. Das sind die beiden letzten Teams. Let's go, Rainer. Ein Team nur noch. Aus down. Zwei Leuten. Da sind sie. Hat einer Shipbreak, einer Spawnshot. Hab da? Und der letzte noch. Der letzte noch. Ah, da ist er doch. Hab ich. Alles klar. Nee, K.O. Hä? Der letzte noch. Nice. Digi, haben wir's? War das? Wie Alter. Souverän kann man eine Runde spielen? Junge! Ich hab's gesagt, win, offline. Junge, wie gut. Digga, das war so souverän gespielt. Alter, Lachs. Jawohl, wir haben's geschafft.